Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Etappe mit dem Reisemobil durch Norwegen. Wir waren ja bereits in Oslo, sind von Oslo dann über Geilo nach Eidfjord gefahren. Weiter ging es nach Flam, wo wir die Flambahn genutzt haben und Undredal angesehen haben. Von hier fahren wir nun weiter in Richtung Atlantikveien bzw. Kristiansund. Wir wollen nicht so schnell wie möglich von A nach B kommen, wollen auch nicht das Nordkap erreichen. Wir haben es nicht eilig. Wir lassen uns treiben, finden zum Beispiel hier die Aussicht am Stegastein mit dem Blick tief hinein in den Aurlandsfjord so attraktiv, dass wir einfach eine Nacht hier stehen bleiben. Das ist, so finden wir, das Schöne hier in Norwegen. Du kannst eigentlich fast überall stehen bleiben und störst niemanden. So genießen wir es in vollen Zügen, dieses Ein- und Aussteigen. Mal ganz kalt oben auf dem Fjell und im nächsten Moment die wärmende Sonne unten am Wasser. Schön, dass wir nichts weiter vorhaben, als hier zu sein. Unsere Plätze, wo wir zur Nacht bleiben, sind fast immer spontan entstanden. Einfach so, weil es eben hier gerade so schön ist und wir uns wohlfühlen. Hier draußen braucht niemand einen Stellplatzführer. Die 5-Sterne-Stellplätze für dich und dein Mobil, sie lachen dich nur so an. Du wirst sie finden, versprochen. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. With you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Calling sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here, wild and free. They say we're crazy, it's too much. Crazy, deep in love. Oh. Oh, this is everything. With you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Wir halten in Solvorn und kommen hier vorbei an der ältesten Holzkirche oder auch Stabkirche genannt Norwegens. Sie hat eine Geschichte bis sage und schreibe 1130. Unglaublich. Wir lassen unser Reisemobil in Solvorn stehen und fahren zum Besuch der Kirche auf der gegenüberliegenden Seite des Fjords mit der Fähre, womit wir dann auch wieder zurückkommen. Die Kirche, sie ist fußläufig zu erreichen. Man braucht weder Rad, geschweige denn ein Auto, um sie zu besuchen. Sie ist heute leider geschlossen. Wir werden aber in ein paar Kilometer weiter die Stabkirche in Lohm besuchen können. Auch hier ist die Kirche etwa aus dem Jahre 1200.
Ich denke immer, Wahnsinn, wer hier schon drin gesessen haben muss. Welche verschiedenen Generationen von Menschen sind hier ihren Hoffnungen nachgegangen? Es geht wieder herauf über die sogenannten Fjells, hier der Jotunheimen-Nationalpark. Es ist kalt und windig, aber wunderschön. Hier wird sogar Ski gelaufen. Kurze Zeit später geht es wieder herunter, um ein Wasser zu queren. Umso näher wir an die Atlantikküste herankommen, umso öfter schneidet sich irgendein Fjord durch die Landschaft, welchen wir natürlich mit der Fähre queren. Ein Drumherumfahren, es wäre fast immer möglich, aber verbunden mit meist vielen Stunden Umweg, sofern man das in Norwegen sagen möchte. Immer wieder sehen wir hier in Norwegen doch sehr besondere Oldtimer. Die Norweger, sie haben offensichtlich ein Faible dafür. Unser nächstes Ziel ist Geiranger. Bevor man jedoch runterkommt nach Geiranger, hat man die Möglichkeit, über eine Privatstraße, die man mit ein paar Euros bezahlen muss, den Dalsnibber zu erreichen. Der Dalsnibber ist ein fast 1500 Meter hoher Berg, auf welchem sich ein Parkplatz befindet, von dem man direkt herunterschauen kann auf den Ort Geiranger, der natürlich auf 0 Meter liegt, Fjord eben. Wir parken hier und sind absolut begeistert von der Atmosphäre. Das Wetter, es wechselt fast im 15-Minuten-Takt. Der Himmel reißt auf, dann ist er wieder zu. Es regnet, dann scheint wieder die Sonne. Touristen kommen, springen 3 Minuten heraus, machen ein Selfie und fahren dann weiter. Wir bleiben hier den ganzen Tag, gehen spazieren, staunen über das andauernd wechselnde Licht und Wetter. In der Nacht muss ich umparken und unseren Kastenwagen mit der Schnauze direkt in den Wind stellen, damit er nicht so schaukelt. Wir finden es großartig, dem Wetter hier oben auf dem Berg so nah zu sein. Nun geht es den Berg runter nach Geiranger. Eine Ortschaft ähnlich wie Flam. Man könnte sagen, in einer Sackgasse eines Fjords gelegen. Kreuzfahrtschiffe und jeden Tag Tausende von Menschen, die von hier ausschwärmen. Für uns etwas merkwürdig, diese Art von Tourismus, aber so geht er eben auch. Angekommen nehmen wir unser Rad, auch wenn wir nicht wissen, wie sich die Wege gestalten. So fahren wir mal hier und mal da entlang des Fjords
und freuen uns an dem warmen, schönen Wetter und seinen Farben. Wir lassen Gairanger hinter uns und fahren wieder bergauf. Nach wenigen, wieder fantastischen Serpentinen haben wir den ersten Aussichtspunkt, den Örniswingen, erreicht. Immer wieder staunen wir über die unserer Meinung nach total geschmackvollen Anlagen von Aussichtspunkten hier in Norwegen. Mal ganz abgesehen von dem, was man dann dort sehen kann. Einfach klasse. Was wir auch beobachten, sind die völlig gelassenen skandinavischen Autofahrer. Sie sind völlig tiefenentspannt und geben jedem Touristen die Zeit für seine Rangiermanöver. Was gäbe das bei uns in Deutschland manches Hubkonzert? Hier völlig undenkbar. Alle haben Zeit, keiner ist in Eile. Natürlich geht unsere Reise weiter. Viele großartige Plätze, sie warten noch auf uns. Wenn du dabei sein möchtest, freuen wir uns. Am besten, du abonnierst den Kanal, dann verpasst du nicht die kommenden Folgen, wenn es heißt, mit dem Reisemobil durch Norwegen, Step by Step. Bis dahin.